Schlagerparadies. Herzlich willkommen zum gefilmten Interview bei Radio Schlagerparadies. Und ja, was soll ich sagen? Nicht nur die CD heißt Urgestein. Nein, es steht auch wirklich neben mir. Hier das steht, ja. Absolute Musik-Urgestein in Deutschland. Anders kann ich das gar nicht ausdrücken. Und man kann auch sagen, einer mit der geilsten Stimme seit Erfindung der Nena. Zander. Ja. Frank Zander steht hier. Unglaublich. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal erlebe. Das ja, ist super. Ich auch. Ja. Einen solchen, ja, wie soll ich denn sagen, ich habe ja hier einen Mann stehen, der in dieser Branche, naja, schon ein Jährchen drin ist. Also kann man wirklich vielleicht sagen, vielleicht auch zwei. Kann man sagen, ja. Also wie lange machst du das schon? Also ich kenne alles, kenne jeden, nicht? Mhm. Es gibt wirklich, manchmal sage ich, gibt es irgendwas, was ich nicht mitgemacht habe? Die ersten bunten Fernsehsender und Plattenkirche, Bananas und so weiter. Und dann natürlich vom Urenkel von Frankenstein bis Osusi und ich trinke auf dein Wohl, Marie, bis jetzt Urgestein. Also alle Facetten. Alle durch, Facetten, nicht? Genau. So, was war denn so dein größter Hit? Der größte Hit? Finanziell, komischerweise, war der Ententanz. Also ja, wenn wir alle England wären. Der ist auch von dir. Ja, ist ja, verrückt. Ja, und ja, landmögliche. Gestern, von wem auch sonst, ja, ja, natürlich. Gestern hat mich jemand angesprochen. Mensch, die sind doch der, der die Hero Turtles mal besungen hat. Da gab es eine Sendung, Hero Turtles, ja, eine Zeichentrick. Und da habe ich sozusagen das eingesungen. Nicht? Ja. Ey, das sind sie. Ich sage, hey, hier kommen die Hero Turtles. So ganz hoch. Und ich sage, ja, klar, habe ich auch gemacht. Wahnsinn. Nicht? Und. Also ich denke mal, das ja war schon eine ganze Menge Holz. Und ich habe dich ja auch extra als Musik-Urgestein bezeichnet, gar nicht als Schlager-Urgestein, weil das waren gar nicht immer Schlager. Es war immer zwischendurch, Osusi, ne? Würde ich mal so betiteln. Ja. Aber du hast ja viele Facetten in der Musik gemacht. Es war ein bisschen in so der Hecht im Karpfenteich, nicht? Der Zander. Der Zander im Karpfenteich, genau. Ja, genau. Ja. Und hab natürlich dann ab und zu mal Dinge gemacht, die nicht so gefragt waren oder die man erstmal beriechen musste, nicht? Bei Susi, oh Susi, weiß ich noch, in ein Aufschrei. Ein Aufschrei überhaupt in, ja genau, in Bayern. Aus Gründen des guten Geschmacks, genau, können wir die Susi leider nicht bringen. Nein. Nicht? Die war Nummer eins, wurde dann natürlich richtig gekauft. Ja. Und so weiter. So ging es ab und zu mal. Und dann natürlich auch in Berlin die Hymne, nur nach Hause gehen wir nicht. Und das und hier. Aber ich bin froh, dass ich ja, noch also da das, bin. Ne? Das muss man wirklich mal den Menschen auch da draußen erklären, die jetzt nicht aus Berlin sind. Aber diese Hymne, ja, das ist schon was ganz Spezielles. Ich Absolut. Durfte das auf einer Großveranstaltung erleben, wo ich dich live gesehen habe, in Berlin, mit dieser Hymne. Ihr könnt euch nicht vorstellen, ja, was da los war. Ja. Und das ist wirklich allgemein gut, nicht? Ja. Und in jeder Kneipe, nur das ist ja eigentlich, kommt von der Kneipe her, ja, nicht? Nur nach Hause gehen wir nicht, klar, genau, sitzen lieber jetzt noch bis 4 Uhr nachts. Aber es ist ja dann auch die Härte heimlich und die ja wird geliebt wie verrückt. Ja. Ja. Da bin ich natürlich stolz. Ja, aber auf diesem Album sind keine Hymnen drauf. Das ist schon sehr ausgewogen, würde ich mal ja sagen. Und da ist viel Verschiedenes drauf. Genau, man sagt etwas nachdenklich. Na klar, ja, in einem gewissen Alter, nicht? Also wenn man so über 25 ist, ja, nicht, darf man schon mal über den Text nachdenken. Genau, ne? Und sage ich mal, ein Hauch von Weisheit weht auf mich zu und dann kann ich schon ein bisschen was sagen. Nee, auch gesellschaftskritisch, finde ja, ich, bist ja du da stark ja, ja unterwegs. Ja, 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 ich meine, sowieso. Also, ich habe mir da mal so zwei, drei Titel rausgesucht hier. Kopf oben oder muss erst so richtig wehtun. Ja, das ist jetzt auch vegane Vampire, ja, auch wenn es lustig ist. Ja. Ist es trotzdem ein ernstes Thema? Ja, das ist da sehr lustig aufgemacht und so. Ich habe dann bestimmt eine Breitseite von einigen Veganern gesagt, Leute, nehmt das nicht so ernst. Ist ja furchtbar, nicht, wenn man das alles so ernst nimmt. Aber es ist eine kleiner Schlag auf den Hinterkopf, genau. Aber ich meine, jetzt sowieso bei der großen Frage des Klimas ist, ja, das wehtun. Da bist du ganz weit vorne und mit dabei ist, hier. Dieses, es muss erst richtig wehtun. Ja. Ich habe das Gefühl, wir lernen nicht. Mhm. Also der Mensch ist manchmal ein Arschloch, Entschuldigung. Der lernt nicht mhm aus seinen Fehlern. Mhm. Nicht? Und deswegen machen wir so fröhlich weiter, bis eben Hamburg unter Wasser ist. Ne? Ja. Und Frank Zander mal sagt, so geht es hier nicht. Ne? Ja. So, musikalisch. Musikalisch. Ne? Und das ist ja nur klein. Also nein, auf jeden Fall hat die ganze
das ganze Album sehr viel Spaß gemacht. Und ja. Mein Sohn. Und ich weiß, du hast ja noch was ganz Spezielles. Ich darf das mal ja, eben zeigen. Jetzt kommt's. Ja. Ne, jetzt. Tada. Tada. Wie so Nummern gehört. Ja. So, hallo. Eine Vinyl. Ist eine, das nicht ja, ein Ding? Ist endlich mal kommen die Fotos zur Geltung. Ha? 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 So. So, und dann geht es noch weiter. Aussehen. So muss es aussehen und nicht auf dem Stick. Auf dem, ne? Das ist ja so groß, ein Stick, so groß wie mein Fingernagel mit 64 Gigabyte. Das ist doch alles Quatsch. Und dann kommt die Hülle. Aha. Aha. Ne? So, und dann geht's los. Dann kommt also eine Schallplatte. Nicht? Und das muss mal gezeigt werden. Ja, und es ist wirklich absolut eine Entschleunigung. Und, ne? Und die hat zwei Seiten. Ja. Seite A-Seite, B-Seite. Kennt man gar nicht kennt mehr. Kennt man nicht mehr, ne? Ja? Aber cool. Hat die, das ist ja beidseitig. Ja, ja, natürlich. Man muss warten. Und das Schöne ist ja, ich meine, das wird ja geworben. Wir haben 64 Millionen Titel, ne? Kann man jederzeit abrufen. Oh, wie langweilig. Aber das habe ich wieder mal gemerkt. Man muss ja Schallplattenspieler, ne? Das muss man haben. Und dann das Ärmchen geht ja langsam runter. So, ja, schön lange, nicht? So, dann macht das so ein bisschen Knack. Ne? Und dann dauert so 2 Sekunden und dann geht es los. Titel. Und man hört dann den Titel bis zum Ende an. Ja. Das ist der Witz an der Geschichte. Ja, ja toll, dass du das deinen Fans sozusagen auch ermöglichst, dass die sowas dann von dir auch nochmal in Händen halten können. Ja, und man kann es verschenken mal. Genau. Man hat was in der Hand. Nicht? Mit zum Stick, wie gesagt, letztens kam einer, hat mir den geschenkt, gesagt, so ein Fingernagel, 64 Gigabyte, da kriegst du ja 200.000 Titel drauf, nicht? Und da ist so, man wird auch nicht fröhlicher. Aber wenn man so irgendwie so ein plötzlich... Ne? Da kann man sich mal Zeit für dich nehmen. Ja, richtig. Ne? Für dich und auch für die Damen, die sagen, der Zander sieht ja nicht so schlecht aus. Ne? Ich finde, er hat sich gut gehalten. Ne? Finde ich schon, er hat sich gut gehalten. Ja, ich denke mal schon. Ja, doch. Ja. Und wie man sieht, da ist gar nicht so viel Fotomontage oder so. Nee, da ist gar nicht so viel dran rumgeschnippelt. Nee. Das ist ziemlich ähnlich. Ja, da hier, sind auch klar meine Falten. Ne? Die kriegt man umsonst. Ne? Ja, aber genau. Ansonsten versuche ich, doch so zu bleiben, wie ich bin. Und wir kennen ja alle ein paar Kollegen, die haben es übertrieben. Und dann wird es so ein bisschen... Ja, dann wird es traurig, ne? Ja. Ne? Wenn man so viel am Gesicht macht. Und, genau, dass man dann nachher nicht mehr erkennt. Ja. Das ist schon schwierig, ne? Ich stelle auch gerne Menschen vor, die man kennt. Ne? Ja. Ja. Und das ist bei dir ja so. Sag mal, du bist nicht nur gesellschaftskritisch in deinen Liedern, sondern du bist auch gesellschaftskritisch unterwegs. Ja. Ja? Also du tust ja auch ein bisschen was für unsere Gesellschaft. Das kann man wohl sagen, ja. Und hier steht ein Bundesverdienstkreuzträger. Naja. Das muss man auch mal so am Rande noch mitnehmen. Ja, ne? Das ist schon, schon nicht ganz ohne. Und das kriegt man auch nicht einfach nur mal so. Nee, ganz bestimmt nicht. Denn also du hast dich natürlich für deine Stadt verdient gemacht. Ja. Ja, du kümmerst dich seit Jahren um obdachlose Menschen also dort. Also um die Ärmsten der Armen. Ja. Und das wird immer mehr. Wir wissen, die Schere geht auseinander, gnadenlos. Und um die kümmern wir uns. Da haben wir ein Hotel, muss ich mich jedes Mal bedanken bei dem Hotel, das Estrell Hotel. Mhm. Ohne das Hotel und ohne meine Familie, meinen Sohn, würde das gar nicht mehr gehen. Wir laden jedes Jahr 3.000 arme Menschen ein. Also es waren vor 25 Jahren 250, aber jetzt sind es 3.000, also mehr geht nicht. Mhm. Und da gibt es eine Riesenshow, die bekommen tolles Essen, bekommen Geschenke, also ich sage mal, für die ist es wirklich ein Tag, wo sie als Menschen behandelt werden. Und das ist ganz wichtig. Und für uns ist es Weihnachten. Ja? Man verschenkt was, ne? Richtig. Sich selber und... Ja. Nee, das ist ganz wichtig. Mir geht es ja gut, Mensch. Genau. Vielleicht habe ich wirklich dann im Himmel noch einen Platz frei. Man wartet nicht ungeduldig, aber auf jeden Fall kriege ich da einen schönen Sessel. Mit Sicherheit. Ja, der wird mit Sicherheit einen Polster haben. Und das Schöne ist, diese Feier trägt uns ja. Die hält auch fit und ich muss ja fit bleiben, nicht? Weil jedes Mal fragen die Menschen, ach Mensch, Herr Zander, machen Sie das noch? Ich sage, ja, ich bin ja wieder dabei.
da wird das sein. Ja, aber da ist ja viel Organisatorisches drum rumzuregeln. Ne? Das ist ja nicht nur, ich stehe an dem Abend da und bin für die Menschen da, sondern ihr habt da ja, das muss ja vorbereitet sein. Da sind bis zu 50 Hunde nicht und Friseusen, also auch noch 15 Friseusen, die die Haare schneiden. Dann bekommen sie Unterwäsche, dann bekommen sie Schlafsäcke und das sind, geht ja immer in tonnenweise, nicht? Und dann ja, sind bist du aber auch auf Unterstützer angewiesen. Ja, ja. 80 Tische mit Apfelsinen und Obst und so. Es steht ja jetzt wieder vor der Tür. Ja, ja. Weihnachten steht vor der Tür, kommt in großen Schritten auf uns zu. Ja. Wir haben im Übrigen auch was ganz Tolles noch von dem Frank, das erzähle ich euch aber jetzt nicht. Da müsst ihr schon ein bisschen hier bei Radio Schlagerparadies dranbleiben. Da müsst ihr schon einmal, wie heißt der Ort hier? Kleinblittersdorf. Nicht einmal im Leben nach Kleinblittersdorf. Einmal im Leben bitte hierher kommen. Ja, erstens das und zweitens immer schön zuhören bei Radio Schlagerparadies. Richtig, ja, richtig. Weil dann könnt ihr nämlich vielleicht an Weihnachten eine ganz tolle Geschichte von dem Frank geschenkt bekommen, aber nur vielleicht. Das müsst ihr, müsst ihr eine schon einmalige ein Sache, dann. Ja, haben wir vorhin schon erledigt. Ja. Super Aktion, hat damit was zu tun, dass der Mann auch noch Talente im zeichnerischen Bereich hat. Ich bin Grafiker. Nicht? Ja. Ansonsten Talente, sich Zahlen zu merken. Geld ist für mich auch irgendwie klar, das muss man. Ne? Und Namen dann manchmal, wo ich sage, ach Mann, wieso habe ich den Namen nicht drauf? Und Städtenamen. Also das habe ich bei der Geburt einfach abgelegt. Ne? Muss man ja nicht immer haben. Dafür habe ich eben andere Dinge. Talente, Ja, und dafür habe ich andere Dinge. Ja. Musikalische. Und kann mich sehr gut einfühlen. Also bist schon der Künstler. Ja, ne? Darfst du ja auch sein. Ja. So muss es ja auch richtig sein. Ne? Vielen lieben Dank für deinen Besuch hier bei mir im Interview, im Video-Interview. Du bist natürlich gleich nochmal bei uns bei Radio Schlagerparadies im großen Phonetisch, jetzt Audio-Interview visuell. Zu ich wollte nur die Brille abnehmen. Ich habe meine Augen gehen noch so einigermaßen. Aber das ist, man versteckt sich immer gerne hinter einer Brille, komisch. Ne? Ja, aber es ist auch so ein bisschen dein Markenzeichen natürlich auch. Ne? Ja. Aber du brauchst dich nicht zu verstecken. Nee, ist das ist danke nicht nötig. Ne? Wir sagen danke an dieser Stelle, dass ihr uns zugeschaut habt und viel Freude mit unserem Audio-Interview, was dann gleich auch noch läuft. Genau. Und ne, immer schön einschalten, ne? Ja. Und hier fühle ich mich wohl. Ja, fühle mich hier wohl, habe einen schönen Kaffee gekriegt. Da kam so ein Mops auf mich zu. Ne? Das ist das Haustier. Ist ein bisschen mopsig, angedickt, leicht, aber ganz süßer Kleiner. Ja. Der einzige Mann hier, sonst sind ja nur Weiber hier. Genau. Tschüss.